Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem Wireless-Controller für die PlayStation 4 in dem Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch mit der 5 kompatibel ist. Die besitze ich mich tatsächlich nicht. Ja, gibt komplett zwei Farben daher. Wir schauen einfach mal direkt hier rein. So, so wird das Ganze geliefert. Haben hier eine anscheinend sehr ausführliche Anleitung, whatever. So, haben ein kleines Ladegerät, ist auch nicht so interessant. Was ganz schön aber ist, dieser ja, Third-Party-Controller wird mit USB-C geladen. Das heißt, man muss nicht mehr wie bei anderen Controllern da ein bisschen mühsam mit hinterher rackern. Und ansonsten schauen wir uns das auch hier jetzt einfach mal an. So, so sieht das Ganze dann aus. Kommt in so einem schicken Rot. Hat hier, wenn man es einigermaßen sehen kann, auch noch so ein ja, kleines geprägte Muster auf den Seiten. Sieht ganz nett aus. Also anzusehen ist ja schon mal ganz schön. Kompatibel ist er auf jeden Fall auch. Das habe ich vorhin schon einmal ausprobiert. Also wir sehen das hier auch. Hat auch die Beleuchtungsfunktion, hat einen eingebauten Lautsprecher. Das ist alles in Ordnung. Die Tasten sind ein bisschen anders designt. Ja, das ist normal. Auch hier die typischen Tasten, die ihr von unserem PlayStation-Controller kennt, sind natürlich etwas anders. Haben aber hier auch unseren Touchpad. Das funktioniert soweit auch alles. Ansonsten, das ist hier vom Widerstand okay. Auch die Knüppel sind total in Ordnung, haben ein bisschen lauten Widerstand. Aber damit kann ich persönlich leben. Dafür spart man natürlich ein bisschen. Wir haben sogar einen Audio-Output, was mich überrascht hat. Und auch die Trigger hier hinten sind zwar vielleicht ein Tück lauter als beim Original, aber haben einen guten Anschlag. Und auch ansonsten die Controller sind okay, dafür, dass es eben ein Third-Party-Produkt ist. So sieht das Ganze von hinten aus. Hat hier auch so eine leichte Beschichtung. Hier sieht man es ganz gut, dass man da guten Grip dran hat an dem Controller. Wir schauen doch einfach uns mal das im Gegensatz an. Das ist ein herkömmlicher Controller. Wenn wir die so übereinander legen, sieht man relativ schnell, denke ich, dass die schon Ähnlichkeit haben. Nicht hundertprozentig, aber zumindest die Trigger sind wirklich, würde ich behaupten, dieselben von der vom Aufbau her. Also wir können das hier, denke ich, ganz gut sehen. Das Feld hier natürlich ist ein bisschen anders gestaltet. Auch das Touchpad ist hier ein bisschen anders, aber von der Fläche her ist es genau gleich groß. Die Joysticks sind natürlich unterschiedliche. Hier haben wir so ein geriffeltes Muster, um auch ein bisschen extra Grip zu haben. Hier eben nicht. Das ist ja Geschmackssache. Lautsprecher sieht ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man sehen, dass es ein relativ ähnlicher Controller ist. Und wie gesagt, von der Größe her, wenn ich die so übereinander lege, sind sie relativ ähnlich. Hier auch der Aufbau hier unten ist relativ identisch. Also da kann man sich gar nicht beschweren. Er ist natürlich in manchen Situationen, wenn man es leicht neigt, manchmal nicht ganz 100% akkurat, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Dafür eben aber deutlich günstiger und fällt erstmal auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht unbedingt auf. Naja, die Knöpfe hier kann man zur Not aber auch austauschen, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Und dementsprechend von mir erstmal ja, eine gute Alternative, wenn man noch einen dritten, vierten Controller braucht, weil man eben halt mal jemanden zu Besuch hat und dann eben nicht nur mit zwei Controllern oder wenn man sogar nur einen hat, mit einem arbeiten möchte, eine ganz schöne Alternative.